So, jetzt ist doch noch einer dabei, der hat es gerade noch so geschafft. Hier ist Franz Riedel. Er sagt auch ein paar Worte und er ist von der Bundjugend. Franz, dein Mikro. Wow. Echt, echt beeindruckt. Ich bin hin und weg. Ein unglaublicher Anblick. Ihr müsst auch hier oben stehen. Es ist einfach super. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Berlinerinnen und Berliner und alle anderen, die von so weit her und von nah und fern angereist sind. Die Zukunft. Das ist für uns, die Jugend, das Wichtigste, was es gibt. Das Leben steht uns offen. Ob Schule, Studium, Ausbildung, Familie, Freunde. Wie und wo wir leben, wir gestalten es. Und auch wenn man uns gerne wahlweise Politikverdrossenheit oder jugendliche Träumereien vorwirft, so wissen wir, dass diese Gestaltung der Zukunft kein Hexenwerk ist. Ein Selbstläufer ist natürlich auch nicht, klar. Es gibt viele Herausforderungen zu meistern. Aber bei der anspruchsvollen Lösung muss auch verantwortungsvoll gehandelt werden. Und das ist das A und O, um das es sich hier heute dreht. Wir wissen, dass dabei ein Mehr an Gentechnik, an Antibiotika, an Glyphosat keine Lösung sein kann. Das sind nicht die Zaubermittel, die unsere Zukunft sichern. Den Großkonzernen dahinter geht es einzig und allein um Profit auf Kosten von Mensch und Natur. Und das kann so nicht sein. So geht das nicht weiter. Freunde, wir leben noch viele Jahrzehnte auf diesem wunderbaren Planeten. Und schon heute zeigt sich, welch gravierende Folgen diese industrielle Landwirtschaft nach sich zieht. Die Zahl der Insekten ist innerhalb der 27 Jahre hierzulande um mehr als 75% zurückgegangen. Weltweit geraten mehr und mehr Menschen in die Abhängigkeit großer Konzerne, ohne dass dabei Hunger und Armut effektiv bekämpft werden. Und gleichzeitig trägt die Agrarindustrie massiv zum Klimawandel bei. Wir sind die Generation, die diese Konsequenzen später wieder ausbaden darf. Vielen Dank, Herr Schmidt. Vielen, vielen Dank. Wir brauchen Lösungen, die langfristig tragen und unser Leben nicht verbauen. Umso wichtiger ist es, und das freut mich wirklich sehr, dass wir hier heute entschlossener denn je stehen, mit deutlichen Forderungen an unsere Politikerinnen und Politiker. Die Forderung nach einer Agrarwende, nach ernstzunehmendem Klimaschutz und nach Zukunftsfähigkeit. Sie richten sich auch heute besonders an diejenigen, die morgen auf dem Sonderparteitag der SPD über die politische Zukunft unseres Landes entscheiden. Große Koalition, ja oder nein? Klimaschutz und Klimaziele bis 2020, ja oder nein? Das ist hier die Frage. Noch ist nicht alles zu spät. Also lasst uns weiter für das Wichtigste kämpfen, was wir haben. Unsere Zukunft. Dankeschön.